Hallo ihr Lieben und damit ein recht herzliches Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part. So, bevor ich das Ganze jetzt hier offiziell anspreche, möchte ich mich gerne dafür entschuldigen, dass ich diesen Titel immer falsch angekündigt habe. Ja, es heißt nicht Revolution, sondern Revelation. Ja. Obwohl, man könnte ja sagen, Revolution würde ja gut zum ersten Part sozusagen passen, wo wir da in der Irrenanstalt waren. Das war ja quasi eine Revolution. Ja? Das war ja Aufstand der Gequälten und der Mutanten. Aber nichtsdestotrotz wollen wir den Titel doch schon richtig aussprechen. Und richtig heißt es Resident Evil Revelation 2. Ja, das ist quasi die Offenbarung. Was uns hier offenbart werden soll, haben wir bis jetzt schon gesehen. Aber ich denke mal, das wird nicht alles gewesen sein. Ich glaube, dieses Spiel wird uns noch mehr offenbaren. Ich glaube, dieses Spiel wird uns noch tiefer in seinen Bann hineinziehen und uns Dinge offenbaren, die wir uns so gar nicht vorstellen können. Gut, jetzt habe ich genug Kacke gelabert. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, Mensch, Rappelzappel, auf so Müll zu labern hier. Zeig mal ein bisschen Gameplay. Ja, und damit will ich das offiziell nochmal ankündigen. Willkommen zurück zu einem weiteren Part hier in Resident Evil Revelation 2. Wir begeben uns heute offiziell in den zweiten Part. Ich ging eigentlich immer davon aus, dass wir da schon im zweiten Part drin waren. Nein. Jeder Part, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, jeder Part... Genau, Resident Evil. Jeder Part hat irgendwie die Möglichkeit, dass du eine Runde mit Jill spielen kannst. Nee, mit Claire, nicht Jill. Mit Claire Redfield, Claire ist das, glaube ich, genau, ja. Und dann eine Runde mit Barry. So ist jeder Part gezäunt. So ist jeder Part quasi geschmückt, dass wir einen Part mit der Dame spielen können und einen Part mit dem Herrn. So, wir machen immer noch später registrieren, da war ich immer noch nicht drin gewesen. Kampagnenmodus, Hauptkampagne, fortsetzen, Episode 1, Barrys Geschichte abgeschlossen, einfach, ja. So, wir gehen aber trotzdem auf weiter und damit müssten wir denn in das zweite Kapitel kommen. Ja, damit kommen wir jetzt ins zweite Kapitel, wo wir nochmal mit der guten Claire und der Moira spielen können. Wir haben ja erfahren, ja, ohne zu spoilern, Leute, dann wendet jetzt, wenn ihr jetzt gerade erst einschaltet, guckt euch bitte die ganzen Folgen an, dann wisst ihr auch, wovon ich spreche. Aber wir haben in der letzten Mission mit Barry, haben wir erfahren, dass unsere Tochter Moira tot sein soll. Und ich glaube nicht daran, Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube nicht daran, dass Moira tot ist. Ich glaube, die Kleine legt uns rein. Ich bin immer noch der Auffassung, das ist der Endgegner. Das ist der Endgegner. Irgendwann versteckt die sich in einer dunklen Ecke, wird 5 bis 7 Mal so groß, kriegt irgendwie 8 Arme und sieht auf einmal ganz anders aus. Ganz komisch, nicht mehr mit Zöppen und so. Ich bin davon überzeugt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir drücken mal auf Fortsetzen und schauen uns nochmal die Einleitung an zum zweiten Kapitel. Viel Spaß, Freunde. Ist hier bei Revelations 2. Claire Redfield, Sie kommen mit uns. Wohin wurde ich gebracht? So viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Wer sind Sie? Ich bin die Aufseherin. Bitte, schicken Sie Hilfe. Ich bin hier, Kleine. Bitte sei am Leben. Ich habe keine Eltern. Da drüben. Woher weißt du das? Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Mann, wie ist da draußen überhaupt jemand? Deine Tochter heißt Moira? Ja. Sie ist tot. Was? Mann, hammermäßig! Geht ohne mich weiter! Ich komm später nach! Du hast ihn gehört, Gabe! Los! Weiß bloß nicht ins Dorf, sicher! Hey, Fernandes! Sieh mal!
Ist das der Ort? Die Wassis? Was auch immer? Ja. Wo das Leben beginnt. Ist das Thompsons? Ja, ich werde es mir näher anschauen. Oh, Kacke! Geh! Shh. Steh auf. Oh Gott, du schuldest mir neue Unterhosen. Komm rein. Die neue ist auch okay. Ich wusste, dass ihr es wart. Hey. Musikwünsche? Wir sind mitten im Wald aufgewacht. Und ihr? So eine Art runtergekommenes Gefängnis. Gabe. Gina ist tot. Ah, Scheiße. Thompson ist auch tot. Ja, aber ich habe seinen Arm reif. Eddie hätte gewollt, dass ich rausfinde, wie er funktioniert. Du hast echt seine Hand abgehackt? Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Komm, sehen wir uns im Gebäude um. Ja, und schon sind wir hier wieder mitten im Geschehen drinne, aber wir wissen aus dem letzten Part, das wird nicht lange gehen, dann sind wir wieder in Gespräche verwickelt. Deswegen wollen wir das hier so schnell wie möglich erstmal alles einsammeln. Oh, Schrotflinte ist sehr gut, Schrotflinte ist sehr gut. Wollen wir hier am Kasten was machen? Nein. Aber hier haben wir noch eine Karte. Die nehmen wir noch mit, bevor das Gequatsche losgeht. Die Aufseherin. Was wollen Sie? Ich muss euch das Labyrinth scheuchen und sehen, wer wieder herauskommt und wer nicht. Das Labyrinth ist in diesem Fall ein besonderes Virus, das ich jedem von euch injiziert habe. Ein was? Sie haben was? Wir werden alle sterben, da besteht kein Zweifel. Aber einer von euch hat noch die Chance, gut zu sterben. Ich bin keine Laborratte. Das kann sie sich in ihren aufsehenden Arsch schicken. Aber wir wurden mit etwas infiziert. Oh Mann. Sie hat eine Nadel in mich gesteckt? Denk einfach nicht drüber nach. Redfield, begleite mich mal. Komm. Nee, da gehen wir noch nicht hin. Wir gucken erst mal kurz, ob wir ein bisschen was kombinieren können. Warte mal, Moira kann da bestimmt noch was nehmen. Komm, Moira, du nimmst mal hier hinten bitte die Flaschen. Sehr schön. Pistolenmunition überlassen wir Claire. So, können wir das auch mitnehmen? Nee, das geht nicht. Aber die Kisten hier noch? Ne, da geht auch nicht. So, dann müssen wir jetzt also raus. So, nochmal kurz einen Überblick verschaffen. Was haben wir an Waffen? Pistole und Schrot. 29 Schrotpatronen haben wir nur. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Warte mal, können wir vielleicht irgendwas kombinieren? Ja, jetzt bin ich schon wieder aus dem Spiel rausgeflogen. So, da sind wir auch schon wieder. Ich würde das gerne...
kombinieren mit dem. Sehr schön. Dann haben wir auch so eine Pulle. Warte mal. Kann sie uns die vielleicht geben? Ja, dann haben wir schon mal drei Stück. Sehr gut. Was ist das hier? Ah, das ist die explosive Flasche. Nee, die lassen wir mal noch Moira. Die lassen wir mal Moira. Gut. Okay, auf geht's. Ich muss dir da drüben was zeigen. Was? Wo? Nee, hier wird nichts gezeigt. Wir erkunden erstmal die Gegend. Über bitte Moira hier. Die hat so eine Lampe. So eine Zauberlampe. Der deckt versteckte Gegenstände auf. Hier nimmt man die leere Flasche noch mit. Obwohl ich glaube, dass wir das ja nicht überrauchen können. Das ist eine riesige verlassene Stadt hier. Oh, da. Da liegt irgendwas Blaues. Mal rüber auf die andere Seite. Da lag irgendwas Blaues. Ja, hier können wir hoch. Zeig doch, guck mal, da liegt doch was. So, 500. So, bevor wir zu Gabe, ich glaube, Gabe war sein Name, bevor wir uns zu Gabe bewegen, will ich mich hier gerne noch ein bisschen umschauen. Guck mal, hier ist nämlich noch eine Kiste. Claire, das ist deins. Das mit dem Wechseln finde ich echt doof. Da hätten sie Claire doch auch so eine Lampe. Stand da innen am Fenster? Nee. Da brauchen wir eine Bohrmaschine. Okay. Eine Bohrmaschine. Oh, ist da eine Kiste? Claire. Oh, da können wir reinklettern. Das ist was für die Kleine. Das ist was für die Kleine. Wenn wir wieder mit Barry unterwegs sind, müssen wir uns die Stelle hier mal merken. Aber ansonsten... geht das hier nicht weiter. Hier könnten wir noch was kicken. Da haben wir noch eine leere Flasche. Ich bin aber der Auffassung, dass wir die eigentlich gar nicht brauchen. Hier ist auf jeden Fall auch wieder eine Bohrmaschine, wa? Ja. Ich hoffe, dass wir hier nicht mehrere Bohrmaschinen finden müssen, sondern dass wir ein Item haben. Um dann loszulegen. Hier haben wir nochmal eine Kiste. Topas, ja, das kannst du mitnehmen. Explosivflasche, sehr schön. Mann, ich hoffe, Fischer geht's gut. So, dann los, Gabe. Hier? Neil war bei euch? Ja, wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Ein Hubschrauber. Jetzt können wir weg. Jetzt können wir hier abhauen. Lass mal Barry das alleine machen hier. Glaubst du, du kannst ihn fliegen? Wenn er repariert ist. Aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Und wir finden genau, was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung, ja. Hilf mir suchen. Finden Sie eine Batterie und Treibstoff. Ja, sehr schön. Da ist mal das riesen Gebäude da hinten an. Da wird die Kleine mutieren. Pass auf, was ich euch sage. Trau dem kleinen Mädchen nicht. Oh, was ist das hier? Ach, ist wieder so eine Kiste hier, wa? Oder?
Ach, da unten wartet die Wesen. Ach, fast. Oh, die erste Stelle war besser gewesen. Ach, ey, komm schon, really? Teilebox, was für dich? Auch voll. Warum seid ihr alle voll? Was? Oh. So, dann gib mal Claire Ditte. So, dann nimmt sie das mit. Meine Fresse. Gut, jetzt müssen wir einen Weg hier hinfinden. Okay. Dann müssen wir wohl doch in diesem Scheißhaufen hier rumsuchen. Oh. Warte mal, hier hinten jetzt noch weiter. Da ist noch eine Kiste. Schrotgewehrmunition, sehr schön. Stinkende Chemikalien. Oh, hier ist auch nochmal so ein Ding. Brauche Hilfe. Ach, nur sie kann das aufmachen. Ach du Scheiße. Boah, perfekt. Noch eine Teilebox. Na super. Wo soll ich denn das alles unterbringen? Na komm, dann schmeiß das mal raus. Nehmen wir die Teilebox mit. Haben wir schon mal zwei. Ach, stinkende Chemikalien. Ja, okay, alles klar. Aber wo müssen wir jetzt lang? Hier hoch? Können wir hier hoch? Nee. Da ist in die Stadt hier zurück. Wo wir vorhin schon alle erkundet haben. Da liegt doch was. Ah, Schrotgewehrmunition. Kannst du noch was mitnehmen? Jo. Sehr schön. Wie viel haben wir denn jetzt an Schrot? Oh ja, ja, 47. Ich würde trotzdem gerne die Pistole nehmen. Was? Claire? Oh. Wir sind nicht allein hier draußen. Wer schreit? Moira, halt die Augen offen. Ist der Hintereingang. Ah, hier ist so eine Dings. 1 von 9. Da hätten wir nochmal Schwarzpulver. Ich weiß aber nicht, wofür wir das Schwarzpulver hier brauchen können. Vielleicht für die Explosivflaschen. Ich glaube schon, vielleicht für die Explosivflaschen. Man weiß es nicht. Oh, hier ist eine Spezialkiste. Kick mal hin an. Für kleine Hände. Hat Claire kleinere Hände? Nee. Also denn nur mit dem Mädchen. So, dann hebt mal Moira wieder.
Scheiße! Boah. Danke. Arschgeige. Boah, hat die Kleine gebissen. Ist die verletzt? Das ist ja kein Kraut. Also ein Explosivding hier. Ah, ja. Alles klar, okay, alles klar. Nein! Ah, den dunklen Ecken, hier muss doch irgendwas sein. Wisst ihr, da ist doch schon wieder was. Das haben wir vorhin nicht gefunden. Ich glaube, das kommt alles nach und nach. Das klang gefährlich. Das klang nach Motorsäge. Und jetzt sieht nach Kiste aus. Brauche Hilfe. Ach, komm schon, Moira. Schnell. In mir fecht. Das war jetzt falsch. Ich weiß nicht, an was man das hier festmacht. Ah, okay. Hat gereicht. Was haben wir da? Schon wieder eine Teilebox. Kann ich gar nicht alles verbrauchen. Das in einer Motorsäge. Nicht so, Claire. Schau mal, was ich gefunden habe. Wenn ihr brüchige Wände findet, könnte ich sie bestimmt durchbohren. Ja, mach mal. Guck nach, ob drin was Brauchbares ist. Eine Waffe. Tagebuch eines Reisenden. Okay, 11. Oktober 2008. Oh, ich werde mal die Seiten hier langsam durchgehen. Könnt ihr Pause machen, könnt ihr gerne lesen. Das können wir nicht aufheben. Claire, sammelt erstmal die Munition ein. Oh, da passt nicht mehr rein. Mega krass. So, warte mal, wir gehen mal zurück. Wo war denn hier das Haupthaus? Hier. Können wir hier nochmal rein? So. So, Feuerrate. Schadenstufe 1. Dann nehmen wir mal... Bitte. Und... Bitte. Und... Bitte. So, damit haben wir das ausgerüstet. Sehr schön. Machen wir hier. Genau.
Aber da kriegen wir ja mehr hin. Kick dir das mal an, da kriegen wir ja mehr hin. So, jetzt, wie war das gewesen? Können wir eine Waffe auch hier lassen? Da war doch irgendwas gewesen. Wir können doch auch Waffen hier lassen. Kann ich ja nicht alles mit mir rumschleppen. Boah, dass es nicht so was wie Kisten gibt. Ich würde gerne... Wie war denn das gewesen? Nee, das ist nur Waffe verbessern. Boah, die MP5 würde ich aber gerne mitnehmen. Moira, du kannst mir mal einen Gefallen tun. Und ein bisschen Munition für mich tragen. Ja, das kannst du bitte auch tragen. So, dann gehen wir nochmal zurück. Weil die MP5 würde ich ja schon gerne mitnehmen. Müssen wir nur nochmal finden, wo sie war. Ich glaube, hier hinten an dem Haus. Ja, hier. Boah, das Ding würde ich gerne mitnehmen. Boah, sehr geil. Sehr nice. Okay, Tagebuch eines Reisenden. Boah, die MP5, das klingt gut. Das klingt gut. So, Pedro. Hier hätten wir auch noch eine Wand. Kommst du? Pedro. Der will noch nicht, oder was? Gibt's denn noch was zu entdecken? Oder warum will der noch nicht mit? Ja, dann komm mal hier hin. Laufen wir einfach mal dahin. Hier hat man noch eine Teilebox. Ah, ist sie noch da drin? Ja. Scheiße. Können wir mit Claire die mitnehmen? Auch voll. Scheiße, was machen wir denn? Boah, ist das hier ein Gefummel, ey. Wo war denn jetzt die andere Wand? Sind schon wieder bei 28 Minuten. Wir müssen gleich mal einen Cut machen. Aber ich will noch nicht. Jetzt die andere Wand. Hier hinten? Ja, hier hinten. Pedro, könntest du hier nochmal? Glaubst du, Pedro kommt mit seinem Bohrer da durch? Finden wir es einfach raus. Wo ist er denn? Pedro, du kannst ruhig kommen. Nee, den können wir also nicht nehmen. Gut, Freunde, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Und dann geht es hoffentlich in der nächsten Folge spannend weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein bisschen Feedback, ein bisschen Liebe unter meinem Video oder auf meinem Kanal freuen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese schaut. Haut da rein, bleibt mir treu und vor allem gesund. Bis derweil. Servus, euer Rappelzappel.